Wie arbeiten wir morgen? In einer Welt, die mit Sensoren vollgestopft ist und uns vieles erleichtern, aber auch einiges abverlangen wird. Schöne neue Arbeitswelt heißt die aktuelle Sonderausstellung im Fantechnikum Wismar. Ein Vorgeschmack darauf, wie wir vielleicht schon bald gewohnte Handgriffe neu lernen. Also in dieser Einheit geht es um Datenbrillen. Sprich, kleine Einrichtungen, mit denen man sich zum Beispiel eine Bauanleitung für einen kleinen Holzaufbau vors Auge projizieren lassen kann, um das einfacher und effizienter aufbauen zu können. VR und Datenbrillen sind schon seit einiger Zeit groß im Kommen. Pioniere wie Google Glass scheiterten allerdings bisher an zu unterschiedlichen Gesetzen und der Angst vor dem Ausgespähtwerden. Aber zum Beispiel Monteuren auf Windkraftanlagen könnte eine solche Hilfe sehr willkommen sein. Das ist vor allem wichtig, gerade bei Arbeiten, die in großer Höhe, meinetwegen irgendwo am Strommast stattfinden, dass man beide Hände frei hat. Das ist extrem wichtig, das ist in den Forschungen auch schon rausgekommen. Also da ist es eine sehr gute Methode, um wirklich das Arbeiten sicherer zu machen und effizienter zu machen. Die Ausstellung wurde von Experten für die Arbeitswelt konzipiert, vom Bundesamt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Dortmund. Exponate und interaktive Stationen zeigen die Entwicklung von den Anfängen des ergonomischen Denkens bis hin zur sogenannten Ambience Intelligence. Da geht es um intelligente Umgebung. Es geht eigentlich darum, Technologien, die den Menschen unterstützen sollen. Also grundsätzlich erstmal in der Arbeit. Also wenn sozusagen Produktionsabläufe verbessert werden sollen oder unterstützend Technologien entwickelt werden. Oder auch für den Arbeitsschutz, ganz wichtig. Also man kennt ja so Arbeitsschutzkleidung, die sollen schon sozusagen vorher Signale geben, falls irgendwelche Gefahren lauern und so eine Geschichten. Eine weitere Station wirkt erst einmal eigenartig. Was ist hier zu tun? Der Computer erkennt die Person und ihre Bewegungen. Es ist nur ein Spiel, aber auch hier ist der praktische Nutzen nicht weit entfernt. Eingesetzt wird eine Art Scanner, der den Körper abmisst, quasi die Körpermaße überträgt auf einen Beamer, der das Ganze dann, wie hier gezeigt, in so eine Leinwand projiziert, dass man sich selber quasi sieht auf der Leinwand. Und zum Einsatz könnte das kommen, eben zum Beispiel bei orthopädischen Untersuchungen, dass man sieht, wie stark ist eine Fehlhaltung vom Rücken zum Beispiel, dass man das in so einem kleinen Raum abmessen kann von allen Seiten in 3D und dass man eben dadurch direkt die Diagnose stellen kann, okay, wie gleicht der Körper das aus, wie schlimm ist die Fehlhaltung. Eine Frage bleibt, werden die Menschen die Technik oder wird die Technik die Menschen prägen? Schöne neue Arbeitswelt ist noch bis zum 31. Januar im Fantechnikum Wismar parallel zum Technikschatz des Technischen Landesmuseums zu erleben.